Welche Tradition hat diese Veranstaltung und was ist das Besondere in diesem Jahr? Ja, der Weihnachtsbaum-Weitwurf-Wettbewerb findet bereits im 7. Jahr jetzt statt. Ursprünglich auf Basis gegründet, dass man hier vor Ort eine Veranstaltung für den Ort schaffen wollte, auch im Rahmen der Mitgliederwerbung für die Feuerwehr. Dieser wird auch sehr gut angenommen. In diesem Jahr haben wir ein bisschen mehr Zulauf als in den vergangenen Jahren. Das ist auch einfach der Hochwasserlage geschuldet, die wir jetzt in den letzten Wochen hier durchlebt haben. Und dadurch, dass die Feuerwehr jetzt deutlich mehr im Fokus steht, als sie es noch vor einigen Monaten nicht schafft. Es war ganz interessant, Martin Menzel, der Vorjahressieger, hat mich hier eingeladen zum Baumwerfen. Das fand ich ein ganz amüsantes Event hier und wusste, dass auch einige von den Freunden hier bei der Feuerwehr sind und man hier in gemütlicher Atmosphäre mit Nachbarn und Freunden einfach ein bisschen Spaß haben kann. Mir hat das gut gefallen. Ich habe ohne Training einfach drauf losgeworfen, ohne Probewurf. Einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Und auf einmal wurde der Name aufgerufen beim Stechen. War ich ganz perplex. Und ja, irgendwie mit Glück und Dollerei hat man hier das Ding dann am Ende heimgefahren. Und jetzt freue ich mich drauf, dass man sich nächstes Jahr wieder treffen kann beim Weihnachtsbaum abholen. Da sieht man die gleichen Gesichter wie hier. Und das ist halt das Schöne so am Dorfleben.